Ich glaube eigentlich nicht, dass Reality-TV zwangsläufig das Element von Skandalisierung enthalten muss. Wir denken an einige der erfolgreichsten Formate, Rach der Restauranttester, Skandalisierungsniveau null. Ich glaube, es kommen hier zwei Punkte zusammen, die eine regelmäßige Verbindung von Skandalisierung und Reality-TV immer zur Folge haben. Der eine Punkt ist, Reality-TV, wie gesagt, in weiter Semantik, das heißt also als ein sehr weites Feld gedacht, heißt natürlich, dass sehr viele Dinge im Fernsehen auf einmal vorkommen, die früher niemals Fernsehthemen waren. Egal ob Kindererziehung, Schulden oder sonst wie. Das gab es zwar alles früher im Fernsehen, aber nicht im Sinne von emotionalisierenden Sendungen mit Betroffenen, sondern als Expertendiskurs. Sie haben ein Problem, wir geben Ihnen eine Hilfestellung, aber nicht als praktisch ausgespielte Geschichten mit Akteuren, die selber in diesen Krisensituationen sind. Das heißt, sehr Privates, sehr Persönliches kommt hier ins Fernsehen. Der zweite Punkt war, dass über einige der ersten sehr erfolgreichen Formatgruppen, wenn man so will, von Reality-TV, genau der Skandaldiskurs sehr, sehr gezielt nach einer gewissen Zeit auch gefahren wurde. Das waren natürlich die Nachmittagstalkshows, eine der ersten großen Programmwellen nach der Spielshow-Welle aus den Frühzeiten des privatrechtlichen Fernsehens. Und das hieß vor allem, erstens, es wurden sehr intime Themen verhandelt. Zweitens, es wurden intime Themen verhandelt, häufig mit Beteiligten, die kaum in der Lage waren, allein ihre eigene Betroffenheit zu artikulieren, geschweige denn, worin das Problem genau genommen bestand. Das heißt, es wurde sehr viel rumgebrüllt und rumgeschrien und man kriegte nicht so richtig mit, was wollen die eigentlich und was ist hier eigentlich los. Und da kam dann als, wenn man so will, skandalisierendes Element häufig hinzu, nicht nur, dass rumgebrüllt wurde, sondern auch, dass sich die Themen im Laufe der Zeit immer weiter hochsteigerten. Was in gewisser Weise auch ein Grundproblem bei diesem Formattyp war, weil er ruft ja nach immer neuen Reizen. Wenn ich am Montag um 15 Uhr eine 13-Jährige habe, die ungewollt schwanger geworden ist, dann brauche ich spätestens Mittwoch eine 12-Jährige, die ungewollt schwanger geworden ist. Denn ansonsten noch eine 13-Jährige oder gar eine 14-Jährige, die ungewollt schwanger geworden ist, Gott ja, das hatten wir ja schon am Montag. Wo ist der Reiz? Warum soll ich das noch angucken? Das heißt also, ein gewisser Trend zur Steigerung war da natürlich schon drin, ne? Und das Ganze eingebunden in eben eine häufig sehr aufgehitzte Atmosphäre, da hatten wir natürlich schon den Skandal.